Hey Leute, auf geht's in ein nächstes Abenteuer. Heute bin ich wieder im Wald unterwegs. Es hat nachts noch geschneit, deshalb musste ich heute einfach wieder raus. Ja, ich werde den Wald ein bisschen erkunden, werde mir eine geeignete Stelle suchen und da ein bisschen was draußen kochen heute. Und euch nehme ich einfach wieder mit. Sobald man ein bisschen aus der Stadt rauskommt, hört man hier die Vögel und hat sofort die Natur. Ist richtig schön. Ja, heute möchte ich im Wald hier kochen. Ich werde mir eine geeignete Stelle suchen. Und was ich genau dabei habe, zeige ich euch später noch. Es wird auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe einen guten Spot gefunden. Und zwar zwischen diesem Baum und diesen Baum, dem kleinen Baum, werde ich hier das Tarp aufspannen, weil ich habe richtig Hunger schon. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger unterwegs und muss jetzt erstmal was essen. Ich schnitze mir gerade noch ein paar Heringe, zwei Stück. Die werde ich nämlich benutzen, um das Tarp hinten zu befestigen. Ich habe es an den beiden Bäumen aufgehangen und hinten brauche ich noch zwei Heringe. Da habe ich mir jetzt einfach zwei Stück geschnitzt. Das Tarp jetzt hier an dem Baum befestigt und hier am anderen auch. Jetzt werde ich es nach hinten noch abspannen und die werde ich jetzt einfach hier befestigen. So, herzlich willkommen in meinem Lagerplatz. So, das Tarp ist aufgebaut und jetzt geht's ans Kochen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich alles dabei habe. Paprika, Frühlingszwiebel, Zucchini, Mais, passierte Tomaten, ein paar Gewürze und fertig vorgekochte Nudeln. Ich habe natürlich mein Brett vergessen, aber es geht auch so. Freunde, das Essen ist fast fertig. Die Nudeln sind mit drin und auch ein bisschen Pfeffer, Salz, italienische Kräuter. Und das sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Und es ist zwar nur Nudeln mit Tomatensauce und ein bisschen Gemüse, aber ich kann euch sagen, hier draußen ist es einfach in der Natur, bei dem Schnee, ja, was ganz Besonderes und es wird super schmecken. Jetzt testen wir das Ganze einmal. Das Gemüse ist noch leicht bissfest, aber es ist super durch und es schmeckt richtig gut. Alles ist wieder eingepackt und verstaut. Es kann weitergehen. Mir ist auch gut kalt geworden bei der Pause. Das heißt, ich muss jetzt auch weiterlaufen. Ich habe auch noch so ungefähr 5 Kilometer vor mir. Das heißt, Zeit aufzubrechen. Ich habe hier gerade eine Lichtung mitten im Wald entdeckt. Und es ist super schön hier. Es schneit so leicht und ja, es macht super Spaß, hier bei dem Wetter im Wald unterwegs zu sein. Und deswegen macht es mir nach. Zieht euch eine gute dicke Jacke an und egal ob es schneit, stürmt, regnet, einfach raus und alles geben.
Und vielleicht könnt ihr heute ja auch noch losziehen. Ich bin auf dem Rückweg angekommen. Ungefähr 15 Kilometer bin ich durch den Wald gelaufen und es war ein richtig toller Tag. Und auch mit dem draußen kochen hier im Schnee, ein super Abenteuer. Auch wenn es heute mal ein bisschen kleiner war, weil werden wir auch wieder die großen Abenteuer starten und draußen schlafen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal im Schnee gekocht habt, hier draußen im Wald, ob ihr das auch mal machen würdet. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, draußen alles geben. Macht's gut, ciao!